Und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Ja, ihr seht jetzt hier ein ganz anderes Spiel, wie auch immer dies funktioniert. Nein, natürlich ist es diesmal Super Smash Bros. Brawl für die Wii. Ja, ich freue mich schon übelst auf den neuen Titel und ich möchte euch ja natürlich jetzt heute auch noch ein paar neuere Erkenntnisse machen, was alles so angeht und Co. Ja, also ich hoffe, nur mein Mikrofon macht jetzt mit. Aber reden wir mal nicht um den Teufel, sonst kommt er noch. Um heiße Brei. Ach, egal. Wir machen einfach loslegen. Und zwar, ja, geht es jetzt los. Und zwar, ich habe ein paar News für euch vorbereitet. 3 habe ich auf meinen Zettel geschrieben, 2 habe ich noch so rausgeholt. Und natürlich noch ein paar News, die es jetzt so aktuell gibt. Auch bei mir und Co., was alles so betrifft. Ja. Erste News. Und zwar, ihr kennt doch bestimmt alle das Wii U-Spiel Zombie U. Ja? Für alle nochmal zur Erkenntnis, Zombie U kommt, also ist er draußen, aber es wird darauf gehalten, wohl laut Ubisoft und so weiter, ja, nicht weitergehen. Also es ist ein echt gut bewertetes Spiel geworden. Ja, es wurde zwar nur leider knapp weltweit 460.000 Mal gekauft. Davon 160.000 Exemplare nur in Europa. Heißt wiederum, dass in Europa halt weniger los war. Und das ist wiederum echt schade. Ja, gut, kann man nichts machen. Dadurch leider gibt es keinen Nachfolger vom Zombie U Game. Dies hat der COA, CAO, wie auch immer man das ausspricht, Iwis Gillenot von Ubisoft gesagt zu Game Industry, also bei einem Gespräch miteinander halt, ob es eine Nachfolge und so weiter auch gibt. Und leider nein, deswegen. Durch halt die schwachen Verkaufszahlen wird auch leider von Zombie U gibt es leider auch kein Rayman Legends exklusiven Titel für die Wii U. Warum auch immer, ich hätte es mir sehr gewünscht, viele anderen auch. Wisst ihr ja, es war ja immer Gespräch immer darum und sogar Aktionen wurden im Internet gestartet. Ob im Facebook oder solchen Plattformen, wo man solche Aktionen starten kann, wo man unterschreiben kann. Weiß ich genau, wie die heißen. Schreibt unten in die Kommis, würde mich sehr interessieren. Ich habe da irgendwann unterschrieben, aber ich weiß nicht mehr, wie die heißen. Kurzzeitgedächtnis! Okay, ja, kommen wir auch jetzt schon zur nächsten News. Und zwar, es betrifft nämlich Layton. Professor Layton. Es gibt ja bis jetzt 5 Teile. 6. Teil kommt noch raus. 6. Teil ist schon in Japan erschienen, war sehr gut angekommen und hieß natürlich, also wird bei uns so heißen, Professor Layton, also auf Englisch heißt der Professor Layton and the Acewind Legacy, wie man auch immer das ausspricht. Ich kann mir das jetzt bestimmt nicht ganz genau vorstellen. So, darum geht es auch wiederum in der Geschichte um die Geschichte, so eine kleine Kurzgeschichte, die wir schon mal gesehen haben vom vorgehenden Teil. Darum geht's halt dann weiter. So. Und ja. Da leider nach dem 6. Teil wird es erstmal eine kurze kleine Pause geben. Ich wiederum finde das erstmal gut, weil es gab erstmal viel zu viele Lädenteile, ja. Jedes Jahr kam ein Lädenteil raus. Okay, jetzt waren wir sehr schön zu Weihnachten Lädenteil. Das hat mich irgendwie immer geflasht. Euch vielleicht auch. Weiß nicht. Es war einfach was ganz, 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 ganz Feines. Und ja. Daher leider erstmal kurz Pause. Dieser Teil, Professor Layton, also der 6. Teil, wird bei uns dieses Jahr, also Ende dieses Jahres 2013, erscheinen. Das kann ich euch schön sagen. Ja, ich bin leider gerade von der Plattform runtergeschossen worden und habe natürlich verloren. Aber naja. So. Ja. Doch die schlechte Nachricht. Jedoch, man weiß es noch nicht. Also es gibt ja schon zum Beispiel Apps, zum Beispiel fürs iPhone und so weiter von Layton. Ich wiederum bin natürlich davon nicht so begeistert, aber ja, wie gesagt, das mit dem Kabel hat nicht unbedingt alles geklappt. Ich hab's auch alles wieder zurück. Und ja. Wie gesagt, es ist halt so eine Sache, wenn ich jetzt hier zum Beispiel lese auf meinem Zettel, dass zum Beispiel, ja, der darauffolgende Titel, also der 6., nach dem 6. dann wohl angeblich die Läden, also die hört nicht auf die Reihe, das haben sie uns versprochen, aber sie werden das wohl, die Lädenreihe ganz abwandeln. Heißt, dass Professor Hirsch Layton nicht mehr die Hauptrolle spielt.
Ja, wie es dann wohl aussieht, ob es dann so ein richtiges MMORPG... Ja, klar, es wird ein MMORPG, natürlich. Nee, ob es ein richtiges Champion wird, oder was weiß ich, Online-Spiel. Das, gut, es wäre mal was anderes, aber... naja, Läden soll eigentlich Läden bleiben. Deswegen ist es ja auch Läden, irgendwie. Naja, ich bin davon nicht sehr begeistert und... Ja, ich habe einen kleinen bisschen Sprachfehler. Ich weiß nicht, woran das jetzt liegt, aber egal. Oh, die Mario-Musik. Genau. Da kommen wir auch zu einem Titel, den ich jetzt mir nicht aufgeschrieben habe. Und zwar jetzt am kommenden Freitag. Erscheint ja ein Spiel für den Nintendo 3DS, was ich mir auf alle Fälle holen werde und für euch auf alle Fälle auch zeigen werde. Leider habe ich noch keine 3DS-Capture gerade, aber ich werde es auf alle Fälle zocken. Das wird so ein geiles Spiel sein. Ich habe es schon die alte Reihe so gerne gespielt. Das war ein Muss. Ja, es war ein Muss. Und es ist natürlich die Rede von Mario und Luigi Dream Team Brothers. Okay, klingt am Anfang erstmal komisch, aber ihr kennt es ja. Und zwar Luigi schläft halt und dadurch wird Mario in seinen Traum eingezogen. Dadurch passieren dann halt Sachen, die Luigi träumt, indem man ihn eben auf den unteren Touchscreen steuert und so weiter, dass er niest und dadurch halt Regen kommt ab oder wie auch immer oder was runterkommt. Halt, das ist so ein interaktives Spiel, wisst ihr? Das Spielerlebnis, das ist halt alles miteinander verbindet und finde ich sehr schön. So ungefähr wie Abenteuer Bowser, plus halt in einer anderen Form und halt für ein 3DS. Ja. Ansonsten, wie gesagt, ist ein wirklich sehr, sehr schönes Spiel. Und ja. Des Weiteren habe ich jetzt noch eine andere News. Und zwar, was The Legend of Zelda Link. Also das neue The Legend of Zelda betrifft, was ihr schon mal auf der E3 gesehen habt. Da soll ja auch ein neues rauskommen. Und der Titel soll ja heißen: The Legend of Zelda A Link Between Worlds. Das Logo blende ich vielleicht auch nochmal ein. Ist nicht so. Ganz ohne, also ich finde es schon nicht schlecht, aber mal gucken, was da noch so rauskommt. Freue mich schon auf alle Fälle. Sorry für den Facebook-Sound. Wie gesagt. Okay, das wäre erstmal zu der News. Genau. Des Weiteren. Es gibt ja noch was zu sagen zu, wie soll ich sagen, Mario Kart 8. Was haltet ihr von Mario Kart 8? Findet ihr das schön, dass alles so inaktiv gemacht wurde, dass man halt jetzt auch ein ganz anderes Spielerlebnis hat in dem Sinne, dass man halt auch mal, ja, die Schwerkraft ausschaltet oder wie auch immer. Wie findet ihr das? Ich finde es sehr nice. Ich muss nicht unbedingt neue Fahrer haben, aber und muss auch kein unbedingt Sonic-Universum haben, weil dann ist es einfach kein Mario Kart mehr. Aber ich finde es einfach so, wie es ist, bleibt, soll so bleiben. Soll auch der Titel bleiben, Mario Kart 8, finde ich auch sehr schön, weil, da kann mir jetzt noch irgendjemand sagen, ich finde den Titel irgendwie einfach nice, weil es soll eine Reihe geben. Natürlich fand ich auch früher Mario Kart Double Dash oder Mario Kart, was gab's noch? Circuit. Hier für den GBA. Fand ich natürlich auch sehr schön. Ja. Ey, die Spiele waren auch super. Aber ich finde halt, das ist halt ein Muss. Und trotzdem werde ich mir das auch natürlich holen. Gut, kommen wir natürlich zu einer anderen, neueren News. Und zwar, ihr kennt ja bestimmt alle Fire Emblem Awakening. Ich habe es natürlich auch auf dem Dings. Diese Aktion hier habe ich natürlich genutzt. Habe dadurch zwei Spiele bekommen. Psst. Wir gehen mal weiter. Und zwar, würde es, sagen wir mal, ihr würdet euch doch bestimmt über einen neuen Fire Emblem Titel freuen. Also ich meinerseits auch, ich finde das Spiel schon nice, ich habe das schon bald bis zur Hälfte durch. Ich sag in letzter Zeit, es heilt nämlich nicht mehr so viel, deswegen. Daher sage ich einfach mal, finde ich es einfach schöner, wenn man jetzt mal, und ich habe gewonnen, hey, wenn man einfach mal, ja, einen weiteren Titel hätte. Jedoch haben die Entwickler von Fire Emblem, also die ganzen Reihen, gemeint, würde sich der neue Titel Fire Emblem Awakening nicht sehr gut verkaufen, würde es in Zukunft kein Fire Emblem mehr geben. Das heißt, nicht mehr als 250.000 Mal verkaufen. Also es muss eine Verkaufszahl von 250.000 haben. Weltweit bestimmt. Aber hoffen wir es mal, weil Leute,
wenn das nämlich nicht so ist, ich bin sehr traurig, weil ich fand die Fire Emblem sehr, sehr interessant. Sie hatten eine andere Story, sie war so ungefähr wie Xenoblade Plus, etwas anders und wiederum alles aufgebaut. Ich finde solche geil. Auch genauso wie Kid Icarus, das ist einfach was anderes, wisst ihr? Mario sieht man alle Male. Also Mario ist eigentlich, dem wird es immer geben. Solange es Nintendo gibt, gibt es auch Mario. Es wird niemals Mario aufhören. Mario ist das Kultmaskottchen. Das wird nicht weggehen. Das ist genauso wie Link. Gut, bei Link, da stelle ich mir schon ein bisschen anders vor, aber ja, bei den anderen Charakteren, so die Nebencharaktere von Nintendo, das war auch Hauptcharaktere sind, also sowas wie zum Beispiel Pokémon. Ja, gut, Pokémon vielleicht nicht, aber ich sag mal Donkey Kong, Diddy Kong. Ich meine, das sind natürlich bekannte Spiele, aber irgendwann werden sie vielleicht auch nicht mehr bekannt sein. Oder Kid Icarus, gut. Kid Icarus, also Pit. Ist im Endeffekt auch nicht so der Hauptcharakter, aber er hat es trotzdem geschafft und ich bin runtergeknallt, ja, mit Pit. Ich hätte die Flüge einsetzen müssen. Aber reicht der Lüfte schon eine geile Welt. Ja. Hochfliegen. Hey. Genau. Und deswegen versuchen wir uns den Titel wirklich schnell möglichst zu holen. Deswegen haben sie bestimmt auch die Aktion mitgemacht. Wer weiß. Aber ich finde es echt traurig. Genau. Nächste Frage. Was haltet ihr von dem neuen Titel Animal Crossing New Leaf für den Nintendo 3DS? Ich hab's ja selbst als Spiel und find's auch sehr interessant, weil ich habe mir schon mal einen kleinen Gartensalon gebaut. Ich werde mir auch irgendwann mal was zeigen. Und mein Haus, so alles und so weiter. Ich werde eine kleine Nintendo-Sammlung machen, extra Zimmer und alles. Mal gucken. Ja. Und meinen Charakter werde ich natürlich auch ein bisschen umstylen. Entweder zu Link oder zu Pit, weil ich mag irgendwie Pit. Pit ist ein geiler Charakter. So. Ja, ansonsten. Oder zu Sonic. Ah, nee, Sonic geht ja nicht. Also doch? Geht nicht. Aber egal. So. Naja, wie gesagt, schreibt mal eure Meinung. Schreibt sogar, ob ihr das Spiel habt. Ob wir mal irgendwann zusammen zocken wollen oder nicht. Oder wie auch immer. Oder ob wir mal irgendwann wieder zusammen Mario Kart zocken wollen. Wie gesagt, dann mache ich auch mal irgendwann wieder mal ein kleines Turnier. Was das betrifft. Muss aber alles natürlich geregelt sein. So, des Weiteren kommen wir natürlich wieder zu einem nächsten Spiel. Wir haben natürlich auch noch ein paar Spiele hier. Super Mario 3D World. Ja gut, okay. Eine Seite sagt schön, eine Seite sagt immer nein. Also einer sagt ja. Super und einer sagt eben halt blöde. So, wenn ihr euch jetzt überlegt, Super Mario 3D World ist im Endeffekt nichts anderes als Super Mario 3D Land Plus auf der Wii U. Und natürlich um vielfaches geändert, dass man halt jetzt den Katzen-Mario hat und halt etwas anderes. Also man hat halt andere Features, aber im Endeffekt ist es auch nichts weiter Besonderes. Ich würde mich aber trotzdem freuen, weil ich finde solche Storys manchmal sehr schön. Hätte mich aber lieber über ein anderes Mario gefreut. Wie zum Beispiel mal einfach so eine Fortsetzung von Super Mario 64. Ja, das ist ein ganz anderes Spielerlebnis, wo du nur Overworld hat, also eine Hauptwelt, ja, und wo du in der rumlaufen kannst. Das finde ich nice. Das ist irgendwie, das muss öfters werden. So wie in Xenoblade, dass du halt eine Overworld hast, wo du halt alles machen kannst, ja. Das ist einfach das Non-Plus-Ultra im Game. Ja, in Jump'n'Run, auch wenn es ein Jump'n'Run ist, mir gefällt sowas besser. Aber gut. Was soll's? Super Smash Bros. Super Smash Bros. Für die Wii U soll ja rauskommen. Soll ja Mega Man dabei sein und natürlich andere Charaktere. Auch von Animal Crossing. Ich freue mich sehr. Jedoch muss ich sagen, sie hätten noch ein bisschen mehr reinsetzen müssen. Aber, Leute, das Gute ist ja, das Spiel ist noch in der Entwicklung. Heißt auch bei Mario Kart 8 und Super Mario 3D World. Alles noch in der Entwicklung. Heißt, es ist noch nichts entschieden. Was ich aber natürlich Unterschied zwischen der Wii U-Version und der 3DS-Version, was ich natürlich sehr schön finde, dass es sogar zwei Versionen gibt. Wenn die noch kompatibel sind, so wie bei Monster Hunter, perfekt. Dann muss ich natürlich sagen, guck mal, Leute, bei der Wii U-Version sind wir jetzt keine schwarzen Ränder. Die schwarzen Ränder bei der 3DS-Version, die sehen so hässlich aus. Ich weiß nicht, warum sie das gemacht haben. Vielleicht werden sie es noch ändern, wenn nicht. Ich werde die vielleicht trotzdem holen, aber dann nur gezwungenermaßen. Also, gut gezwungenermaßen, heute muss ich kein Spiel, aber naja. Ansonsten kann ich jetzt hier noch sagen, ich habe noch hier Yoshi's New Island und genau. Zu Yoshi's New Island gibt es eigentlich auch noch nicht so viel zu sagen. Ich sag mal so, Yoshi's New Island, halt ein neues Yoshi Island Abenteuer, habt ihr ja schon gesehen. Ich fand die Alten sehr schön mit den Babys, wenn die immer geschrien haben in der Platz. Baby Mayoing, Baby Witchy. Und ja, das war halt irgendwie, es war was ganz anderes und
Es war so, du musstest dich halt um die kleinen Babys kümmern. Ja, du musstest die halt immer aufpassen. Ich finde sowas manchmal ein bisschen zu anstrengend, aber naja. So, dann sag ich natürlich zum neuen Donkey Kong Country Tropical Freeze. Sag ich natürlich, ich sag mal aber nichts dazu. Also ich freue mich ja trotzdem natürlich, dass neue Donkey Kong Titel rauskommt, aber ich hätte es mir auch anders vorgestellt. Naja, abwarten, Tee trinken, vielleicht wird es noch was Schönes rauskommen. So, dann Wii Party U. Ja, neues Wii Party für die U. Auch eine super Idee, aber ich sag mal, nicht so das Nonplusultra. Also, ja. Ach übrigens, ihr könnt euch ja das hier Mario und Luigi Dream Porters Team für jetzt 33,33 € sichern. Bei Amazon.com.de. Ganz einfach, ihr geht einfach auf den Amazon-Link, den ich unten rein poste, oder geht auf natürlich auf bekannte Seiten wie N-Tower oder Nintendo Online, wo ihr auch nochmal das Ganze sehen werdet. Ja, ansonsten sag ich nur noch, holt euch auf alle Fälle das neue Mario Brothers. Das ist ein echt geiles Spiel. Vor allem das Erlebnis ist einfach geil. Das Ganze drumherum, das Mario Brothers war schon immer die geilste Serie, die ich mit je gespielt habe. Mit Mario 64 und Mario Kart. Das war wiederum das und Galaxy. Aber, ja, aber das Nonplusultra von allen ist natürlich immer das Brothers. Also immer. Das Fighten war schon immer geilsten. Ging über alles. Weißt du, du konntest halt in rein runterkloppen. So, naja. So, des Weiteren halt, ja. Was habe ich denn noch so? Wartet mal. Ich habe auch nicht immer alles jetzt auf Dauer schnell drauf geleitet. Ja, Iwata hat verkündet, dass Nintendo natürlich im Entertainment-System bleibt. Das heißt wiederum, also sie werden sich nicht auf ein anderes System umsteigen, also in nur noch, ja, in das System, also jede Firma hat ihren eigenen Stil, ihre eigene Richtung und danach gehen sie, ja. Und das ist halt bei dem halt, ja, besser. So. Die demnächst erhältlichen Spiele, will ich einfach euch mal ansagen. Wären Kukuka. Termin ist am 11.07.2013. Dann haben, also für den Nintendo 3DS. Dann wieder ein 3DS-Spiel und zwar Football Up 3D. Auch am 11.07.2013. Noch zwei Tage übrigens. Dann haben wir Star Wars Pinball. Termin ist auch am 11.07. auch in zwei Tagen für die Wii U. Dann haben wir natürlich noch My Farm 3D für den Nintendo 3DS. Erklärt sich schon durch das 3D. Auch am 12.07. an drei Tagen. Und dann haben wir natürlich noch I Love My Pets. Das kommt in drei Tagen, auch am Freitag jetzt. Und auch am Freitag kommt natürlich Game Festival 1 für den Nintendo 3DS. Sowie Mario Luigi, natürlich Dream Brothers. Deswegen werde ich mir das heute noch vorbestellen. Und die Schlümpfe 2 für die Wii U. In 9 Tagen aber erst. So. Okay, das wäre es erstmal zu der Sache, was jetzt wieder das betrifft. Genau. Ich habe mir übrigens noch Awake of Ages und Season runtergeladen. Bringt mal zur Info. Und. Ja. Natürlich schon. Ansonsten, was gibt es eigentlich sonst noch zu sagen? Wie gesagt, die Logik werde ich jetzt wohl klar nicht einblenden, weil das liegt daran, dass ich es halt jetzt nicht die Zeit habe. Ich will halt Videos raushauen, die sollen halt zwar auch ordentlich sein, aber ja, ihr kennt mich. Ganz herzlich wieder zurück. Ja, es war ein kurzer kleiner Fail. Und zwar, weil mein Mikrofon wieder rausging. Ich weiß, ich muss mir bestimmt ein neues Mikrofon holen. Wieder mal, ja. Es kotzt mich an. Ich höre mir aber gleich natürlich das nochmals bessere als die Bone 54. Aber gut. Das ist jetzt mal eine andere Sache. So, ich habe jetzt erst einmal hier alle meine drei Themen nicht abgearbeitet, habe euch ein bisschen was erzählt. Und ja, jetzt wollen bestimmt auch einige wissen, warum ich im Endeffekt so drauf war die ganze Zeit. Und zwar lag das darin, dass ich halt
enttäuscht bin eigentlich, dass ich halt einfach im Endeffekt fast nichts erreicht habe. Ja, also wenn ihr wisst, was ich meine. Ja, also ich habe halt viel gemacht, aber im Endeffekt habe ich halt nicht das erreicht, was ich eigentlich auch wollte. Und zwar, ja, ihr wisst schon, mit F fängt's an und mit N hört's auf. Welche, die es wissen, was ich damit meine, das ist einfach, ja, bin halt enttäuscht gewesen und ich meine, ich habe es jetzt einfach davon abgelöst. Erste Mal. Ich hoffe, irgendwann passiert's, aber mehr sag ich jetzt einfach dazu nicht. So. Ja. Wer gerne dazu mehr wissen will, kann mich dann gerne fragen. So. Des Weiteren, ja, bin ich halt erstmal jetzt so dabei, dass ich halt. Ja, ich habe. Es gut war so, dass ich halt gesagt habe, dass ich es eh nie schaffen werde und. Naja, und vielleicht wird es passieren, ich hoffe es natürlich, weil. Naja. Okay, ansonsten kann ich halt jetzt sagen. Ja, wie soll ich sagen? Ich habe erstmal wieder bei mir ein bisschen Ordnung gemacht und so weiter. Ich bin jetzt noch bei der Bearbeitung der Hülle vom Master Schwert. Mal gucken, ob ich suche auch mir gerade meine Materialien noch raus. Dass das auch alles klappt und dann natürlich mit Köln klappt übrigens alles abgeklärt. Bitte sagt mir nochmal unten die Kommentare, wer mitkommt und dann muss man auch mal regeln, dass wir uns alle auch irgendwie finden, dass wir uns irgendwie mal unterhalten können in echt. Ja, mit den Stacheln hab ich natürlich schon mal das Erlebnis gehabt, in echt zu reden und zu sehen, um und auch anzufassen. Na gut, okay, ich also jetzt nicht denken, ah, sondern einfach ganz normal. So, nee, ja, das war's halt und ja, genau das ist halt das alles bis jetzt gewesen. Ich hoffe, ihr seid mir deswegen nicht böse, wenn ich halt dieses Problem hatte. Ich meine, jeder hat es mal irgendwann. Der eine hat es eher, der andere später und einige haben es schon und einige haben es nicht. Und im Endeffekt ist es natürlich nicht fair, dass einige echt, die im Endeffekt nichts im Leben gemacht haben, einfach bekommen. Aber meine Mutti hat mir dann irgendwann natürlich auch das zuversichert, dass es vielleicht auch wirklich passieren wird. Also, wie soll ich sagen? Wir reden mal später drüber. Jetzt geht das mal zum. Hey. Wir müssen uns ja auch irgendwie ablenken. Aber danke nochmal an viele Freunde, die mich halt davon abgebracht haben, was sehr Schlimmes im Leben zu machen. Aber gut. So, machen wir weiter. Ja. Was haben wir jetzt hier? Was habe ich eigentlich noch zu erzählen? Eigentlich habe ich gar nicht mehr zu sagen. Ich kann euch jetzt eigentlich nur noch sagen, dass ich jetzt mehr auf der Suche bin, ja, mehr als das auch mehr Mühe gebe und dass ich natürlich jetzt auch mehr Animes schaue noch als früher und natürlich Mangas lese. Kennt mich ja. So, ansonsten, wie gesagt, ich trainiere in letzter Zeit ein bisschen was mal, muss ja auch mal sein und. Ansonsten kann ich euch nur noch sagen, ich werde mir jetzt demnächst erst einmal Banjo-Kazooie auf der Xbox nochmal runterladen und Rayman 3D, weil Banjo-Kazooie zum Beispiel aus dem einen Spiel, ich will es einfach richtig durchspielen, und für die Thumbnails, die Qualität der Bilder ist besser und da du nicht halt immer was findest für die Thumbnails von meinem alten Projekt, was ich natürlich schon durch hatte, einfach mal, ja, ist es besser. Deswegen, bitte. Wäre nett. Ja, ansonsten, das war's eigentlich. Wenn es noch irgendwelche Fragen von eurerseits gibt, was Programm angeht, zum Beispiel, ich will mir noch Adobe After Effects holen. Und ja, ach so, ich wollte euch nur noch sagen: Animes, die euch unbedingt mal anschauen sollt, das wären folgendermaßen: Sword Art Online, das nennt man SAO, oder Elfenlied, auch ein sehr, sehr schönes, oder Kämpfer, oder. Was gab's noch? Was hab ich vergessen? Warte mal, ich habe irgendwas vergessen. Warte mal. Verdammt, verdammt, verkannt. Conan könnt ihr euch auch auf alle Fälle an reinziehen. Conan sind mit die geilsten Folgen. Ansonsten Naruto, auf alle Fälle. Naruto Shippuden, die neuesten Folgen. Immer japanisch ab, weil die sind am besten. Also wirklich. Ja, ansonsten Manga-mäßig kann ich euch sehr empfehlen. Eri Zero. Wirklich einer mit der geilsten. Mangas, die ich gelesen habe mit Elfenlied, sehr zu empfehlen. Aeon, also Aeon, ich weiß nicht, wie es geschrieben wird, also Aion. Und ja.
Ansonsten halt nur noch die Kämpfer Usama Game. Usama Game, also Game, also das Spiel. Naja, und ansonsten war's das. Ja, da verabschiede ich mich eigentlich erstmal. Bis zur nächsten News-Folge und bis dann, ja? Tschüss, mach's gut.